liebe Zuschauer und zukünftige Gäste der Stadt Meißen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heidi Diesner, bin Gästeführerin in Meißen und hoffe, dass wir uns irgendwann bald live hier in Meißen treffen. Herzlich willkommen auf der sogenannten Wiege von Sachsen. Es ist dem Meißner immer ein Bedürfnis und auch ein kleines Vergnügen festzustellen, dass wir hier in der Wiege von Sachsen uns befinden. Meißen war tatsächlich bis 1485 die sächsische Hauptstadt. Erst dann hat Dresden übernommen. Von der ursprünglichen Bebauung aus dem frühen 10. Jahrhundert ist natürlich nichts mehr da. Stattdessen werden wir verwöhnt mit folgendem Bauensemble. Auf der linken Seite in dunkelweiß die Albrechtsburg und direkt hinter mir das schwarze Gebäude ist der Meißner Dom. Ja, und wenn ich schon sage, dieses schwarze Gebäude, komme ich mal gern zurück auf Reaktionen von Gästen, die ich schon hatte. Den einen oder anderen juckt es dann förmlich. Möchte man den Putzlappen rausholen und mal so ein bisschen den Staub entfernen. Der Meißner Dom ist bitteschön nicht schmutzig. Da wird der Meißner pingelig. Der Meißner Dom besteht aus örtlichem Sandstein und der lokale Sandstein ist nun mal sehr stark eisen- und manganhaltig. Der legt nach mehreren Jahren diese Patina, diese Schutzschicht an. Ja, und wenn ich schon sage, mehrere Jahrhunderte, wie alt ist er denn? Der Meißner Dom wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Besser gesagt, Baubeginn war im 13. Jahrhundert und er gilt als ja fertiggestellt ungefähr 1410. Da fragen natürlich auch die Gäste wieder, naja, wieso denn aber so lange? Was war denn im Zweiten Weltkrieg? Glücklicherweise wurde Meißen vom Zweiten Weltkrieg fast komplett verschont. Sowohl der Dom als auch die Albrechtsburg sind original erhalten. Jetzt haben die Gäste natürlich immer wieder die gleichen Fragen, nicht nur bezüglich der Farbe des Doms. Wie hoch ist er denn? Also ab Pflaster gerechnet bis zur Domspitze hoch sind wir bei ungefähr 81 Metern. Der passt also zweimal in den Kölner Dom hinein. Wer sportlich ist, kann dann in den Sommermonaten auch nach oben geführt werden und die wunderbare Aussicht genießen. Ein Rad der Weisen machen sie das nur, wenn sie schwindelfrei sind. Wenn man genau hinschaut beim Meißner Dom, sieht man auch, der ist nicht nur komplett schwarz, der hat so kleine Pünktchen in den Steinen drin. Sind das Einschusslöcher, werde ich da gefragt. Oder haben Vögel da reingepickert? Die dusseligste Frage bisher war es eventuell die Jugend und hat Kaugummi da dran geklebt. Nein, sicherlich nicht. Das erinnert an die Erbauung des Domes. Im 13. Jahrhundert gab es keine modernen Gerätschaften, wie wir das heute kennen. Die Steine wurden mühsam angebohrt, links und rechts. Dann hat man sie mit großen Zangen und mit Flaschenzügen nach oben bewegt. Und das, was wir heute als Pünktchen sehen, das sind diese verfüllten Löcher. Ein schöner Blick natürlich auch ganz bis nach oben, diese herrlichen Domspitzen. Die Fenster hat man da drinnen nicht etwa vergessen oder ähnliches. Das hat was mit der Statik zu tun. Der Wind muss einfach da durch. Wenn der die ganze Zeit gegen eine geschlossene Fassade peitscht, dann hält das Ganze nicht. Der Meißner Dom wird natürlich auch aktiv genutzt für Gottesdienste. Wer mag, kann da drin auch heiraten und die Führungen sind sicherlich auch immer ja, einen Besuch wert. Jetzt schließt sich gleich auf der linken Seite die Albrechtsburg an und die Albrechtsburg ist auch ein ganz kurioses Bauwerk, denn wenn man genau hinschaut, da steht ja gar keine Burg. Ich vergleiche das ganz gern mit den Ritterburgen, die man ja vielleicht in Kindertagen selber bespielt hat. Die sahen immer ein bisschen anders aus. Da hatte man Wehrgänge und Wehrtürme, Schießscharten und ähnliches. Die Albrechtsburg zeigt uns in der Fassade riesengroße Fenster, dann auf der rechten Seite sogar einen Wendelstein, der nicht mal Fenster drin hatte ursprünglich. Die Albrechtsburg ist keine Festung, keine Burg im klassischen Sinne. Die Albrechtsburg ist ein Schloss. Jetzt hat man trotzdem die Bezeichnung Burg gelassen. Sagen Sie mal Albrechtsschloss, das ist eine wahnsinnige Konzentrationsleistung. Albrechtsburg kann man so schön hinmurmeln. Und natürlich auch aus nostalgischen Gründen blieb man bei der Burg. Dort hat damals König Heinrich I. seine erste Burg auch bauen lassen. Die Albrechtsburg ist also ein Schloss. Sie wurde leider niemals ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt. Es hat da drinnen keiner gewohnt. Einziehen wollten ursprünglich zwei Brüder, Ernst und Albrecht. Aber wie das so ist bei Geschwistern, da gibt es auch mal Zanke. Mitten in der Bauphase hatten sich die beiden Brüder verstritten. Sie haben den Herrschaftssitz verlegt und keiner kam nach Meißen zurück. Man hat die dann stehen lassen, mehrere hundert Jahre, na gut, 200 Jahre hat man sie leer stehen lassen, bis August der Starke auf den Plan trat mit einer, wie er fand,
ganz phänomenalen Idee. August der Starke hat aus der Wiege von Sachsen gleich noch die Wiege der europäischen Porzellanproduktion gemacht. In diesem Schloss wurde 1710 die Porzellanmanufaktur eröffnet. 150 Jahre lang haben mehrere hundert Menschen da drinnen das weiße Gold hergestellt. Nach dem Auszug der Manufaktur hat man die Albrechtsburg wieder aufgehübscht und jetzt ist sie das, was sie ist, nämlich Veranstaltungsort und Museum. Man kann da drin heiraten, mittelalterlich essen, so richtig mit Knochen werfen, wenn sie da Bedarf haben, Kindergeburtstage feiern, es gibt wunderbare Ausstellungen, Konzerte. Es ist, flapsig ausgedrückt, jetzt da drin mehr Leben in der Bude als zu früheren Zeiten und ich hoffe, dass sie dann bald dabei helfen, dass das auch so bleibt. So, und wer sich dann traut, mal von diesen typischen Touristenstrecken wegzugehen, das heißt mal abzubiegen oder auch Hinterhöfe zu erkunden, der wird natürlich auch belohnt mit herrlichen Bauten ringsherum, mit herrlichen Hinterhöfen und nicht zuletzt mit dem herrlichen Blick auf die Elbe und auch die rechte Elbseite. Meißen ist ja geteilt durch die Elbe und wenn man jetzt vergleicht, die linke Elbseite, auf der wir uns befinden, die ist eher geprägt von historischen Bauten, auf der rechten Elbseite eher modernere Bauwerke. Das hängt damit zusammen, dass als die Industrialisierung einsetzte, hier im Stadtkern kein Platz mehr war und man natürlich viele Gebäudeteile dann rüber auf die rechte Elbseite brachte. Es ist trotzdem auch ein recht grünes Teilchen in der Stadt, wenn man sich das genauer anschaut. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass die Rebflächen, die Weinanbauflächen sich auf der rechten Elbseite befinden. Meißner Wein, das ist gleich ein gutes Stichwort. Die wenigsten wissen, dass wir hier Wein herstellen. Den kann man gut trinken, also kommen Sie ruhig nach Meißen. Es ist immer genug zu essen da, genug zu trinken. Nicht nur Brause, wir haben eben auch leckeren Wein. Über den Dächern der Stadt sind wir jetzt hier im Restaurant Domkeller. An meiner Seite steht Herr Müller und der stellt sich, glaube ich, selber vor. Danke erstmal, recht herzlich willkommen hier bei uns im Domkeller zu Meißen, den Balkon schlechthin. Mein Name ist Müller, Carsten Müller und ich bin der Wirt hier dieser Einrichtung. Und das ist eine sehr bekannte, eine sehr geschichtsträchtige Einrichtung. Immerhin Meißens älteste Gaststätte, die gibt es schon seit 1470. Auf sehr schmalem Grund erbaut, denn wir sind gerade mal 7 Meter nur breit, aber dann geht es so circa 35 Meter in die Tiefe und am Ende des Ganges kommen wir hier auf zwei wunderschöne Außenterrassen und wenn man sich ja mal umschaut, der Blick über Meißen, der ist einfach atemberaubend und lädt einfach ein, hier zu verweilen beim schönen Schöppchen Wein oder beim leckeren Essen. Also es lässt sich hier sehr gut leben. Sowieso. Und in dem Sinne, Herr Müller? Ja, ich habe jetzt hier mal ein Bier drin von der ältesten Privatbrauerei Sachsens wiederum, der Meißner Schwerter. Also insofern passt das, denke ich mal, ganz gut. Ja. Und wir haben hier ein schönes Urhell im Glas. Und ich würde sagen, stoß mal auf die Zukunft an. Auf die Zukunft wieder mit unseren Gästen hier in der Region. So machen wir das. Prost, danke. Wohlbekommens. Wir verlassen jetzt den Burgberg in Richtung Stadt. Wenn Sie Meißen besuchen möchten, nicht falls, sondern wenn, tun Sie sich selber und der Stadtbevölkerung einen Gefallen, lassen Sie das Auto stehen. Man kommt ganz bequem mit dem Zug nach Meißen. Sie können Ihr Auto natürlich auch gern mitnehmen, nicht im Zug, sondern Sie fahren. Lassen es dann außerhalb stehen. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann gern den Aufzug benutzen, beziehungsweise in den Sommermonaten fährt dann auch der Citybus und bringt Sie ganz bequem von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Sie passen bitte auch auf, dass Sie ordentliches Schuhwerk dabei haben. Meißen ist berühmt-berüchtigt für seine alten Pflastersteine. Sehen Sie es einfach als sportliches Training, dann schmeckt das Schnitzel ganz besonders gut. Es gibt viele Wege hoch zum Burgberg bzw. vom Burgberg runter in die Stadt. Wer keine Stufen mag, muss auch keine Stufen zwangsläufig laufen. Fragen Sie ganz einfach die Meißner oder in der Touristinformation nach, wie Sie am bequemsten hier nach oben gelangen. So, hier immer schön aufpassen bei den Schlossstufen, trotzdem aber auch mal nach links und rechts schauen. Kleine Grünflächen sind überall dabei und machen natürlich dieses charmante Stadtbild auch aus. Musik.
ganz beliebt eben auch der Meißner Wein. Überall findet man an den Fassaden die grünen Rebstöcke. Das sieht erstens gut aus und macht natürlich zweitens gleich Laune auf den nächsten Schoppen Wein. Immer wenn man nach oben schaut, hat man den Dom bzw. die Albrechtsburg. Schaut man nach unten, sieht man die Meißner Frauenkirche. Links und rechts auf der Burgstraße kommen dann gleich die kleinen typischen Läden in Meißen, die Dinge verkaufen, die die Welt zwar nicht braucht, die aber schön sind, wenn man sie hat. Hinter mir findet sich die Konditorei Zieger, die in Meißen ganz bekannt ist, denn sie stellt diese wunderbaren Gebäckstücke her, bekannt als Meißner Fummel. Und bitte tun Sie dem Herrn Zieger den Gefallen, die Fummel, nicht der Fummel. Der Fummel ist bekanntermaßen etwas zum Anziehen und das Fummeln, naja, das ist ja wieder was ganz anderes. Die Fummel ist ein Gebäckstück und hat eine ganz lange Geschichte. Die Porzellanproduktion war am Anfang oben bei uns in der Albrechtsburg, König August der Starke wohnte aber in Dresden. Er brauchte also zuverlässige Porzellankuriere. Und da gab es ein riesengroßes Problem. Der Kurier weiß, der Meißner Wein schmeckt unheimlich gut. Man kehrte also regelmäßig in die Gaststube ein, hat sich betrunken und merkte dann zurück auf dem Pferd, das Gleichgewicht fehlt. Der Bäckermeister hat es dann geschafft, ein solches Gebäckstück herzustellen. Das hatte wiederum zur Folge, dass die Porzellankuriere nicht mehr vom Pferd runterkamen. In der einen Hand hatten sie die Zügel des Pferdes, in der anderen Hand die Fummel. Man ritt lieber komplett durch von Meißen nach Dresden und hat dort dann wieder getrunken. Wenn Sie jetzt genau schauen, wundern Sie sich vielleicht, naja, wieso denn aber vom Trinken abhalten? Das ist doch nur ein verunfalltes Weißbrot. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich nur eine Luftnummer. Dünner Teig gefüllt mit gar nichts. Zum Geschmackserlebnis, naja, der Kerner reißt sich um das Stückchen mit dem Puderzucker. Es ist halt eine Diätvariante. Dick werden Sie davon nicht. Nun sind wir angelangt am historischen Marktplatz der Stadt Meißen. Direkt hinter mir steht das historische Rathaus der Stadt. Baubeginn auch im 15. Jahrhundert und ja auch original erhalten, weil eben kein Kriegsschaden im Zweiten Weltkrieg. Das Meißner Rathaus ist ja schon ein gigantisches Bauwerk. Fast die gesamte Nordseite des Marktes wird von diesem Rathaus eingenommen. Und noch gigantischer als die Breite ist die Höhe des Daches. Kein Bauunfall, die Fassade kommt auch auf 11 Meter. Das Dach ist stolze 18 Meter hoch. Das hatte etwas mit Repräsentationsgründen zu tun. Man wollte ja gern zeigen, wer die Macht hat in der Stadt. Und die Ratsherren guckten sich die Baupläne ganz genau an. Wir kommen mit diesem Dach da höher als jedes andere Haus am Platz. Wir stehen somit über den Anwohnern, über den Geschäftsleuten und ein Stück weit sogar über der Geistlichkeit, denn man schafft sogar das Kirchenhaus von der Meißner Frauenkirche. Das Rathaus jetzt so, wie wir es kennen, im Dezember sieht es immer ein bisschen anders aus. 24 Fenster in der Fassade, dann wird es zum großen Adventskalender umgestaltet. Aber auch ohne diese Kalendertürchen ein wunderbares Bauwerk, das man natürlich von innen und außen genießen kann. Hinter mir die Meißner Frauenkirche. Bitte nicht anfangen zu zanken. Ich weiß, in Dresden steht auch eine. Unter Meißner gibt es ganz gern zu. Unsere Frauenkirche ist nicht so groß wie die Ausgabe in Dresden, aber unsere ist uns original erhalten aus dem 15. Jahrhundert. Was die Meißner Frauenkirche nicht hat, ist ein Aufzug. Wer also da hoch möchte, um die Aussicht zu genießen, muss das mit reiner Muskelkraft schaffen. Das sind ca. 200 Stufen, aber die Aussicht ist natürlich dann der Lohn für die mühevolle Arbeit. Man müsste auch beim genauen Hinschauen schon erkennen, da hängen 37 weiße Glocken im Glockenturm. Diese Glocken sind aus Meißner Porzellan. Da streiten auch ganz gern die Gäste, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Da bitte genau hinblinzeln. In der zweiten Glockenreihe von unten findet man die gekreuzten blauen Schwerter, also das Markenzeichen der Manufaktur. Die Glocken sehen nicht nur gut aus, die klingen auch gut. Jede Viertelstunde schlagen sie mindestens einmal an und sechsmal am Tag
Tag wird ein kleiner Choral gespielt, damals um die Betzeiten mit anzukündigen. Wer ein bisschen in Deutschland schon rumgereist ist, der weiß, die Glocken gibt es nicht nur in Meißen in der Frauenkirche. Dresden besitzt ein Glockenspiel aus Meißner Porzellan, Leipzig hat eins, Hamburg, Bremen, Bärenfels, naja, das ist eine ganze Liste. Und auch international sind sie vertreten, Großabnehmer nach wie vor die Japaner. Eine Stadt lebt natürlich nicht nur von alten Bauwerken und Sehenswürdigkeiten. Da gehören auch viele eifrige Menschen und Bürger mit hinein, die die Geschicke der Stadt leiten möchten und das auch sehr erfolgreich tun. Beispielhaft dafür die Dame, die neben mir steht und die gern ihren Laden gerne vorstellen möchte. Also Sie befinden sich im ältesten Handelshaus in Meißen, was ein Kaufmannsladen für Erwachsene geworden ist im Rahmen der jetzigen Geschichte. Unser Geschäft ist seit 1847 hier am Ort. Ein Hauptstandbein meines Geschäftes ist der Meißner Wein. Dann beschäftige ich mich mit dem Verkauf von Edelspirituosen. Besonders gut angenommen werden Verkostungen. Ich mache Whisky-Tastings zweimal im Jahr, beziehungsweise auch einige andere Sachen in der Richtung. Und wir versuchen ganz individuell auf jeden Kunden einzugehen, der von uns was möchte. Jedem Meißenbesucher ist natürlich auch ans Herz gelegt, die weltberühmte Porzellanmanufaktur zu besuchen. Die befindet sich direkt hinter mir. Und wir wollen jetzt mal einen Einblick wagen, direkt im Haus drin. Ja, herzlich willkommen hier im Meißen Porzellan Museum. Mein Name ist Anja Hell, ich bin die Geschäftsführerin der Meißen Porzellan Stiftung, die sich hier mit dem Museum befasst. In diesem Museum sehen Sie wunderschöne Meißner Porzellane und wir haben heute tatsächlich ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern, nämlich den Geburtstag von August dem Starken. Am 12. Mai wäre er 350 Jahre alt geworden und er ist der Gründungsvater, wenn Sie so wollen, hier des Museums, aber ganz besonders der Manufaktur, der wir natürlich die wunderschönen Porzellane zu verdanken haben. Hier im Hintergrund sieht man die Tiermenagerie, ein Wunsch August des Starken, der sehr interessiert daran war, seine Manufakturisten zu Höchstleistungen anzutreiben und er wünschte sich einen Tierzoo. Jeder Fürst hatte eine Tiermenagerie und natürlich brauchte August der Starke einen Porzellanzoo, ganz klar. Und im Ergebnis sehen wir hier eine kleine Auswahl von Porzellantieren. Lebensgroße Porzellanfiguren sind hier entstanden durch Johann Joachim Kendler, der 1731 als Porzellangestalter oder zunächst als Bildhauer nach Meißen kam und sich ganz schnell als Porzellangestalter etablierte. Der Arbeitsplatz des Busierers ist ein wichtiger Arbeitsbereich bei der Figurenherstellung. Figuren entstehen nicht im Ganzen, sondern sie werden aus Einzelteilen zusammengefügt. Und das sehen Sie hier sehr schön. Sie haben dort viele Einzelteile dieser Figurengruppe hier vorne von Michel-Victor Assier, 18. Jahrhundert. Und alle diese Einzelteile werden separat von Hand bearbeitet. Sie sehen das gerade sehr schön mit so einem kleinen Spatel, werden die Nähte verputzt. Etc. Und dann werden die Einzelteile mit Schlicker, das ist Porzellanmasse, zusammengefügt. Und danach werden die Ansatzstellen verdichtet und wenn die Figur perfekt zusammengesetzt ist, alle Nähte verputzt sind sozusagen, wird sie gebrannt. Hier sind wir am Arbeitsplatz der Aufglasurmalerei und die Aufglasurmalerei ist eine Malerei von zwei Varianten, so im Groben gesagt, also Unterglasur und Aufglasur. Und die Aufglasurfarben sind auch nochmal differenziert zwischen sogenannter Indischmalerei oder Blumenmalerei. Und Sie haben jetzt hier im Konkreten, ich muss mal schauen, nämlich die Indischmalerei, die mit Feder auf die schon glasierte und gebrannte Oberfläche des Porzellans
Porzellans aufgebracht wird. Also eine sehr grazile Malerei und eine Herausforderung natürlich immer auch für die Maler, die also hier eine sichere Hand beweisen müssen. Wir sind jetzt hier im 18. Jahrhundert im Museum. Das Museum gliedert sich in verschiedene Jahrhunderte, verschiedene Bereiche. Und wir schauen uns hier gleich ein paar sehr reizende Details von Allegorien an. Das war natürlich ein beliebtes Sujet für die Tisch- und Tafelkultur zu Zeiten Augusts des Starken. Solche Figuren, wie Sie sie gleich sehen werden, standen auf Tafeln, Kaminsimsen oder auf Wandkonsolen an der Wand. Also das war ein unterhaltender Aspekt. Bei großen Festivitäten hat man die Tafeln prächtig geschmückt mit Meißner Porzellan, immer passend zu einem bestimmten Thema. Wir sehen jetzt hier die vier Sinne allegorisch dargestellt. Johann Friedrich Eberlein, gefertigt im 18. Jahrhundert. Und hier hat man tatsächlich einen ganz wunderbaren Eindruck von den Möglichkeiten, mit dem Porzellan zu arbeiten. Wenn Sie sich das hier anschauen, kriegt man ganz schnell raus, das ist eine Nase, was kann das für ein Sinn sein? Natürlich der Geruchssinn. Der kleine Putto, der schnuppert an der wunderschönen Rose, genauso wie die Dame oder der Hund hier an der Wurst schnuppert, die hier unten liegt. Der nächste Sinn ist hier der Schmerz. Ja, der Hund, der beißt in den Fuß. Schauen Sie, wieder am Postament ist das aufgegriffen. Der Krebs zwackt in den Finger. Die verprügeln sich, die beiden. Und der Papagei beißt hier in die Schulter. Und ganz daneben, ganz hinten, haben wir den Hörsinn hier. Dort sehen Sie das Ohr und die Trompete dazu. Dann haben Sie hier die Laute, eine unglaubliche Handwerkskunst, die hier zum Tragen kommt. Paul Schorich war einer der berühmtesten Porzellanmodelleure des frühen 20. Jahrhunderts. Er hat für die Meißener Manufaktur die Porzellangestaltung modernisiert und ins 20. Jahrhundert geholt. Und er hatte zum Thema Figurenstaffage, das ist die Bemalung von Figuren, eine ganz besondere Vorstellung. Und ich möchte Ihnen dazu etwas zeigen. Dieser tanzende Zwerg sieht ja etwas schmutzig aus. Er hat ganz bekannte Meißener Indischblümchen auf seinem Mantel und dann sehen Sie so eine dunkle Farbe. Diese dunkle Farbe ist eine Kaltbemalung aus der Hand von Paul Scheurich und hier hat er festgelegt, wie er die Goldstaffage wollte, also die Goldbemalung. Die Meißener Porzellanmaler sollten es genauso machen, wie er das vorgegeben hat. Und wir sind sehr stolz auf dieses Objekt. Das ist nämlich ein Objekt aus unserem Depot und er hat sogar signiert. Auf der Unterseite, auf dem Standring, kann man auch die Unterschrift von Scheurich sehen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden auf meine schöne Heimatstadt Meißen. Die Stadt hat tatsächlich 365 Tage im Jahr geöffnet. Gönnen Sie sich mal einen schönen Ausflug nach Meißen. Wir würden uns freuen auf viele nette Gäste. Danke.